Es war spät, als sie tranken. Sie waren alle der Meinung, es ist die höchste Zeit anzufangen. Was vorher gewesen war, daran erinnerte sich keiner mehr. Man sagte sich einfach, es sei schon spät. Wissen, woher jeder kam, an welchem Punkt des Erdballs man sich befand und ob es sich wirklich um einen Erdball handelte. Meinem Punkt jedenfalls nicht. Sowie zu wissen, welchen Tag und Monat, welchen Jahres man hatte. All das wuchs uns über den Kopf. Solche Fragen wirft man nicht auf, wenn man Durst hat. Wenn man Durst hat, ist man erpicht auf Gelegenheiten zum Trinken. Für alles andere heuchelt man höchstens Interesse. Deshalb ist es nachher so schwierig, genau zu erzählen, was man eigentlich erlebt hat. Berichtet man von vergangenen Ereignissen, so ist es sehr verlockend, Klarheit und Ordnung einzuführen, wo beide nicht herrschten. Es ist sehr verlockend und sehr gefährlich. Auf diese Weise wird man voreilig zum Philosophen. Ich will daher zu erzählen versuchen, was sich abgespielt hat, was gesprochen und gedacht wurde und wie alles gekommen ist. Sollte Ihnen das zunächst chaotisch und nebulos vorkommen, keine Angst, später wird alles nur allzu geordnet und klar, wenn Sie dann Ordnung und Klarheit meines Berichtes substanzlos anmuten. Seien Sie unbesorgt. Ich werde mit erbaulichen Worten schließen.